Damen und Herren, eigentlich hätte man jetzt um diese Uhrzeit unser 13. internationales Klang- und Orgelfestival eröffnet. Hier steht noch das große, schon bereits gedruckte Plakat. Und viele von denjenigen, die hier stehen, von den Drehorgelfreunden, von der Orgelstiftung, von den Orgelwerkstätten und Orgelköchen und all die beteiligt waren, selbstverständlich auch von uns als Stadtverwaltung, hätten jetzt eigentlich gerne den Einstieg gemacht in dieses tolle Wochenende. Wir haben schon zahlreiche Sitzungen zugebracht, Entwürfe gemacht, Programme geplant, internationale Gäste eingeladen. Und ja, Sie wissen alle, wie es kam. Wie so vieles in diesem Jahr mussten auch wir diese Veranstaltung verschieben. Herr Brommer hat sehr frühzeitig zu Beginn der Corona-Krise darauf hingewiesen, dass selbst wenn vielleicht manches sich schon normalisiert hat, wir trotzdem wahrscheinlich nie das Fest so feiern können, wie wir das gerne wollen. Und wie es auch dem Anlass angemessen wäre, einer unserer großen Traditionen, die wir als Stadt gemeinsam mit vielen ehrenamtlich Aktiven und hauptamtlich auch Aktiven in dem Bereich zusammen pflegen. Und deswegen war es, glaube ich, auch nicht nur zum damaligen Zeitpunkt, sondern auch vom heutigen Zeitpunkt aus betrachtet die richtige Entscheidung, so zu verfahren und hoffentlich dann in 2 Jahren dann wieder unter den normalen Umständen mit vielen Freunden aus aller Welt und auch aus der näheren und weiteren Umgebung ein Klang- und Orgelfestival gemeinsam zu feiern. Als kleinen Gruß an die Welt oder an alle Orgelfreunde, sowohl in der Stadt als auch darüber hinaus, kam dann die Idee auf, doch zumindest mit so einer kleinen Orgelparade ein virtuelles Klang- und Orgelfestival zu feiern in diesen Tagen, mit der einen oder anderen Videosequenz, die noch dazukommen wird im Laufe der nächsten Tage, aber eben heute mit diesem kleinen, Sie sehen, mit Abstand und Maske, also zumindest den allgemeinen Vorgaben entsprechend, zumindest einen kleinen musikalischen Gruß zu machen. Für diese Initiative darf ich mich an dieser Stelle schon mal ganz herzlich bedanken. Ich glaube, es ist schön, dass man dann auch in diesen Zeiten die Tradition weiterleben lässt, eben in dem Rahmen, der einem dann halt aktuell gegeben ist. Und von da freuen wir uns auf ein paar schöne melodische Klänge und noch ein paar Worte, ich glaube, von Herrn Wintermantel zum Einstieg.